Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Wir machen hier gerade so einen Krach. Wir nehmen die Schubkarte mit. Huch, achso, mein Wasser. Ja, wir nehmen die Schubkanone mit und hoffen aufs Beste, weil wir können uns trotzdem noch an den Viechern verletzen. Aber ja, damit können wir sie zumindest schon mal auf Seite schieben. Wo musste ich hoch? Ich glaube hier vorne irgendwo. Fällt da gerade ein Fels? Warum fällt da ein Fels? Fallende Felsen. Nun gut. Vorsicht! Au! Miau! Vorsicht! Oh. Entschuldigung! Entschuldigung! Gut, wir laden uns ganz kurz auf. Ich meine, 4-6% ist jetzt nicht die Welt, aber trotzdem. So. Andocken. Welcome aboard, Captain. So. Schubkanone. Die ist hier. Stop it. Dankeschön. Schubkanone. Wichtig, so. Dann kann ich direkt das einmal hier lassen. Die Batterie. Oh mein Gott. Mein Wasser. Yay. So, was essen. So. Nächster Versuch. Okay. Also, ja. Wieder rein da mit uns und dann second try. Aus dem Weg! Ja. Sandhai, du bist hier definitiv die geringere Gefahr. Ah, und die sind die höhere. Hui! Ah. Angst. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich muss darüber. Der ist schon infiziert. Oh Gott. Die sind auch schon infiziert. Bin ich überhaupt richtig? Jetzt bin ich kurz verwirrt. Das ist doch aber schon Lava Zone. Why? Oh shit, hallo! Tschüssi! Mist! Ich hab mich verfahren. Da ist doch ein Sandteil. Okay. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Muss ich nicht oben lang? Oh shit. Dann die falsche Richtung vielleicht? Sein. Ja, das kann sehr gut sein. Okay, falsche Richtung. Das war Richtung Lava Zone. Jetzt fahren wir nochmal zurück zum Wrack. Auch wenn ich mich vielleicht ein bisschen sorry vorwegnehme, aber wir haben es zufällig gesehen und wir können es gerade. Also von daher machen wir es auch. So, hier wird geparkt. Bin ich hier? Ich dachte, es geht. Oh nein, es ist die andere Kanone, oder? Oh Gott, nein, scheiße. Okay, geht echt gar nicht gerade? Doch. Tschüss. Denke ich.
Das kenne ich ja alles schon. Warte mal, kurz einmal Luft holen, ganz klar. Welcome aboard, Captain. Okay. Puh. Das ist aufregend. Wasserfilteranlage, jawohl. Du kannst mir hier drin gar nichts, mein Freund. Yeah. Okay, cool. Ist hier was drin? Ja. Daten, Downloads, Paul, Aufzeichnung 2. Gut, das müssen wir vielleicht woanders hinbringen. Schon besser, denke ich. Komm schon. Behave. Kann ich hier einfach hoch? Oh, die will nicht. Vorsicht. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ja. Er scheint ziemlich sauer zu sein. Kann ich nachvollziehen. Ich bin irgendwie auch ein bisschen in seinem Territorium, aber gut. So. Da vorne liegt noch so ein Ding. Okay, ich muss doch dran. Ich muss doch dran. Daran. Ab ins Eck mit euch. Oh, ja gut. Nein. Ja. Schön in die Ecke gestellt. So. Ganz recht. Integrating new PDA data. Diese Welt. Okay. Nochmal ganz kurz Luft holen und dann gehen wir tiefer rein. Nein. So. Komm schon. Lass dich schnappen, nicht? Gut, dann. Vorsicht. Oh, wollte ich nicht, Entschuldigung. Nein. Oh, shit. Puh, das ist schwierig. Da ist jemand ziemlich sauer. Was bist denn du? In deiner Höhle? Nein, ich will das Bett nicht. Ich will den da. Ja. Wo ist hier die Aufzeichnung? Da. 30 seconds. Ja. Was habe ich jetzt gelernt? Ja, nicht. Oh, shit. Nein. Als ob der mir Gesicht. Okay, wo war ich? Ich brauche mal mein Reparaturwerkzeug, bitte. Dankeschön. Upsa. Nein. Reparatur. Do it. Ah, blödes Vieh. Müssen wir nach oben, falls es geht. Okay, ich wüsste jetzt trotzdem gerne, was die PDA-Data war. Schnauze. Dich habe ich jetzt schon. Ist noch was zu scannen, du, ne? Wow. Chill mal deine Basis, Junge. Komme ich hier hoch? Ja. Das kenne ich aber schon. Hier nicht irgendein. Ich suche immer noch das Ding ins Becken.
Das Aquarium. Da vorne ist noch so ein Ding. Da muss ich gleich hin, einmal noch Luft holen und dann... 30 Sekunden. Gut. Next try. Komm schon. Lass dich schnappen. Schnauze. Oh. Das ist los. Okay. Schnauze. Seltsame Entdeckung. Und die Gazi-Sprachaufzeichnung 6 tiefer. So, habe ich hier alles? Ich hoffe doch. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte wieder vergessen. Gut. Drunter scheint nicht zu sein. Entschuldigung. Und dann lesen wir jetzt gleich erstmal ordentlich. 30 Sekunden. Bin dabei. Der ist eh ziemlich wütend. Naja, gehen wir mal hier weg. Upsi! Bist du nicht? Nee, du bist ein Augenfisch. Okay, alles gut. Sieht aus wie ein Mesmer. Mesmer sind die Hypnoseviecher. Also, Datenbank. Nicht das. Daten Downloads. So, und zwar. Lichtstab, nein, nein, nein. Technologien. Hier, Überlebende der Degasi. Nummer 1. Bad Torglas Aufzeichnung Nummer 1. Diese Welt. So. Ich dachte, das Leben unter Wasser würde beklemmender werden. Vater glaubte es. Er sagte mir, es sei kindisch, aber ich starrte aus dem Fenster und machte. Und manchmal denke ich, was für ein Glück ich habe, diesen Planeten aus nächster Nähe zu sehen. Oben auf der Insel hätte ich die Kreaturen, die hier unten leben, nicht vermutet. Marguerite hat Geschichte über die wildesten Kreaturen, die man sich nur vorstellen kann. Die Fische hier unten leuchten. Einer ist zu 90% Auge. Schlangen, die doppelt so lang sind wie ein Basissegment. Sicher, es ist nicht alles freundlich. 90% der Pflanzenwelt sind giftig und ich muss das am eigenen Leib erfahren. Aber ich habe ein paar Marmelonen dazu gebracht, drinnen zu wachsen. Und wenn sie nicht unsere Nahrungsbedürfnisse decken, essen wir eben Fisch. Es ist halt etwas eklig, aber nichts, was die anderen nicht auch tun würden. Ich habe versucht, meine Ergebnisse zu dokumentieren. Vater befürwortet das. Er sagt, wir müssen diese Welt verstehen, wenn wir sie zu unserem Vorteil nutzen und überleben wollen. Ich mache das eigentlich nur, weil es Spaß macht. Es ist nicht einfach ohne geeignete Ausrüstung und Netzwerkzugang, aber die altmodische Methode beobachten, Notizen machen, Theorien lesen, testen lassen, lassen mich diese Welt in einer Art und Weise sehen, wie es eine spektroskopische Analyse niemals könnte. Okay. In letzter Zeit beobachte ich die Krabbenschlangen, die hier unten leben. Sie überfallen ihre Beute, während sie versucht, sich von dem Pilz zu ernähren, indem sie sich versteckt. Was sie nicht verzehrt, setzt sie auf dem Meeresboden ab und düngt die Pilze, die wiederum die Pflanzenfresser ernähren, und so geht der Kreislauf weiter. Co-Evolution haut mich einfach um. Oh ja. Nummer 2. Paul Torglas, Aufzeichnung 2, Dilemma. Weißt du, was Maida mir heute gesagt hat? Sie will eine Basis 500 Meter unter dem Meeresspiegel bauen, mehr als einen Kilometer östlich von hier. Und sie braucht Bart und mich, um es zu tun. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie uns retten kann, wenn sie nur rücksichtslos genug handelt. Aber ich habe Sternwale zum Neptun befördert, Plastal für die Föderation. Diese Familie betreibt 9 verschiedene Bergbaukolonien über den gesamten Ariane-Arm verteilt. Maida denkt, sie ist besser geeignet, die Führung zu übernehmen. In ihrem Vertrag steht jedoch etwas ganz anderes. Aber ich kann wirklich nicht sagen, ob es die dümmste Idee ist, von der ich je gehört habe, oder meine einzige Hoffnung. Ich bin letzte Woche 80 Jahre alt geworden. Ich dachte, ich hätte weitere 80 in mir, aber gestrandet auf diesem Planeten kann man meine Leber nicht austauschen, wenn die alte versagt. Hier unten bin ich sterblich und Maida ist nützlich für mich.
Es liegt also in meiner Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen, zurück zur Insel und hoffen, was auch immer die Degasi vom Himmel geholt hat, macht nicht dasselbe mit dem Rettungsschiff oder wir gehen noch tiefer auf der Suche nach Antworten und dabei die ganze Zeit hoffen, dass mich das Alter holt, bevor die Seemonster es tun. Ja. Ich gestehe Maya nur eine Sache zu, sie hatte recht, was die Höhlen angeht. Hier gibt es genug Lithium, um 100 Tonnen Taschall herzustellen, genug für eine verdammte Flotte von Zyklop-Tauchbooten. Niemand hätte verhindern können, dass wir hier abstürzen, aber ich lag richtig, diesen Umweg zu machen. Wenn wir diesen Planeten verlassen, wenn wir diesen Planeten verlassen, werden sie auf der anderen Seite der Föderation von den Aktienkursen des Torgal-Konzerns sprechen. Okay, Nummer 5 erstmal. Eins haben wir dann hier. Paul, was ist das für ein Ding? Marguerite? Ich weiß es nicht. Ich habe es draußen im Schlamm gefunden. Ein Teil eines anderen Raumschiffs. Eins, das ich noch nie gesehen habe. Es ist noch nicht einmal angekratzt. Spiel damit nicht rum. Es könnte wertvoll sein. Immer mit der Ruhe, Chef. Was ist zu Staub zerfallen? Was? Immer mit der Ruhe. Wenn es zu Staub zerfallen würde, wäre das schon passiert, als ich es aufgehoben habe. Es glüht. Wir sind nicht die ersten Menschen, die auf diesem Planeten gelandet sind. Menschen, vielleicht, könnte auch Aliens sein. Könnten diese verdammten Seemonster sein? Soweit wir wissen, eins ist sicher, wir werden es nicht herausfinden, indem wir hier bleiben. Nummer 6. Tiefe? Paul. Wir sind schon über 200 Meter unter dem Meeresspiegel und Sie wollen noch tiefer gehen? Schauen Sie sich um, Chef. Ich sehe Wasser durch den undichten Rumpf kommen. Wasser außerhalb der Luke. Wir trinken langsam, aber sicher. Was auch immer uns abgeschossen hat. Wenn Rettung kommt, wird auch diese abgeschossen. Immer wieder. Bis es abgeschaltet ist, sehen Sie hier einen Ausschalter, Chef. Warum sollte der Ausschalter noch einen weiteren halben Kilometer tiefer liegen? Es ist eine Vorahnung. Dieses Alien-Ding, was wir gefunden haben, hat etwas hiermit zu tun. Wir haben es dort unten gefunden. Nicht hier. Sie sind verrückt. Mag sein, aber ich gehe dennoch. Und ich habe die Vermutung, dass sie beide folgen werden. Wenn sie das tun, seien sie vorsichtig. Ihre Autorität endet auf Meereshöhe. Okay. Interessant. Okay. Also, das sind quasi die Degasi, die wir eigentlich hätten retten sollen. Wurden natürlich auch abgeschossen. Ich hoffe, ich habe da unten nichts vergessen. Wahrscheinlich schon. Aber ja. Bisschen Wasser zurück. So. Was habe ich gelernt? Genau, Wasser habe ich gelernt. Was habe ich noch gelernt? Das Atomkraftwerk, glaube ich. Ich brauche noch dringend mein blödes Aquarium. Das ist doch wichtig. Ja. 1 Kilometer östlich von hier, hat sie gesagt. In diese Richtung. Da kommen wir doch gar nicht hin, oder? Ist hier nicht Ende im Gelände? Oh. Licht wäre nicht schlecht. Ja, ganz clever. Okay, wir schwimmen mal kurz hier unten lang, aber ich glaube, hier war Schicht im Schacht. Gut, dann müssen wir nächste Folge mal in die andere Richtung. Richtung Lava Lava. So, was sagt denn die Uhr? Keine Ahnung, was die Uhr sagt. Wow. Auf jeden Fall machen wir hier kurz eine Pause wenigstens für mich. Denn Madame muss mich kein Missrecht. Weiter geht's, andere Richtung. Wir gucken mal, ob wir auch da das finden, was wir suchen. Das ist die ganz andere Frage. Wir gehen mal runter. Richtung Lava. Der gehört hier nicht hin. Ups. Entschuldigung. Das hier ist doch Dingens, oder? Magnetit, ja.
Welcome aboard, Captain. Ja. Puh. Vollgas. Vielleicht in diese Richtung? Ah, oh Gott. Ah. Da war eine fiese Kante. Entschuldigung. Entschuldigung, nee, geht's hoch. Hoppala. Das ist Blut. Sandhaie? Warum sind die hier unten? Bitte ein bisschen vorsichtiger fahren. Dankeschön. Sind wohl hier oben drüber irgendwo. Ein paar Sauen hier unten runter, ey. Das ist gerade die Frage, komme ich denn hier weiter irgendwo? Oder nicht? Und hier wäre? Nee, eigentlich nicht, aber. Lass das. Ist da unten weiter? Nicht wirklich, oder? Oh, langsam. Vielleicht doch. Nee, hier geht's auch mal wieder in die Lava. Das sieht auch cool aus. Das macht bestimmt mein Schiff kaputt. Koordinaten finden wir hier unten nicht so viel, oder? Glaube ich. Ich lecken, bitte. Danke. Ich weiß es halt nicht. Nett. Und wir müssen dann nochmal einen anderen Eingang finden in die. Oh, sorry, in die anderen Höhlen. Das können wir auch machen. Wenn wir einen Ausgang finden, dann fahren wir mal rüber zu den anderen Höhlen. Mhm. Und ins Great Reef müssen wir eh nochmal runter, weil es da ziemlich tief ist. So, hier geht's hoch. Dann fahren wir auch umgehend gleich zum Great Reef. Vielleicht wollen wir nochmal mich auftanken, wobei auch genug dabei eigentlich. Great Reef ist Südwesten. Da lang. So, wie geht's mir so? Bitteschön. Da haben wir noch ein bisschen. Okay. Dann gehen wir mal Gummi. Haben wir gerade Sonne? Ja, haben wir. Schön. So, lalalala. Kurz mal aufladen, bevor wir nach unten fahren. Und dann geht's ins richtig Great Deep Reef, whatever. Dabei? Ja. Dann wollen wir mal. Hallo, ihr schönen Riffrücken.
auf ins nächste Abenteuer. Ja. So, können wir direkt mal hier in die Höhlen uns rein schluppen? Ja, ne? Also ich habe auch nochmal gelesen, die Warper sind an sich passiv, was ich gar nicht wusste. Nur wenn man halt infiziert ist, sind sie aggressiv, aber auch natürlich... Hey! Nur, wenn sie, wenn man halt, ich denke, die Seemotte sind, werden sie nicht angreifen, hoffe ich. Ja. Und von daher brauche ich vor denen nicht ganz so viel Angst zu haben. Lithium, ne? Ich muss Lithium... Sorry, ich muss Lithium mitnehmen. Und ich habe keins mehr. Also fast keins mehr. Oh, okay. Gut. Da muss ich... Südwesten nicht hält. Mein Gott. Wow. Manchmal. Gib Gummi. Denn da geht's richtig tief runter. Oh yeah. Okay. Auf geht's, ab geht's. Oh! Wer war das? War ich das? Das war komisch. Ja. Okay. Ab nach unten again. Und zwar diesmal richtig tief. Abruptes Musikende. Gut. Wärmekraftwerk. Sehr schön. Da. Yep. Gold brauche ich nicht. Auf nach unten. So, Wärmekraftwerk haben wir. Das wäre nochmal Wärmekraftwerk. Brauche ich nicht. Habe ich schon. So, Freunde, hier sind wir nun in den tiefen Tiefen der Tiefensee. Über 300 Meter. Was wiederum noch nicht ganz so tief ist. Hallo. Es geht natürlich noch tiefer. Sie wohnen hier. Die haben ja Augen. Oh Gott. Sieh jetzt erst. Da, die Augen. Das ist der Rüssel von denen. Ist ja ekelhaft, ey. Oh Gott. Wunderschöne Tiere. Ästhetisch. Und wunderschön. Oh Gott, so. Detected. Ja, kein Problem. Vital signs stabilizing. Ist hier Ende? Ja, ne? Ist Ende, meine ich. Ganz Ende? Wo ist dann... Muss irgendwo der Eingang sein zu den anderen Untiefen. Die Tiefe? Meine ich. Meine ich zu meinen,
mitnehmen. Ein bisschen Quarz kann auch nicht schaden. Welcome aboard, Captain. Ja. Das ist Südwesten. Ne, hier ist Ende. Ende im Gelände. Hallo, Sir. Hast du nicht irgendwo den Eingang? Entschuldigung, Baum. Entschuldigung. Schwer zu sagen. Trotzdem super interessant. Entschuldigung. Oh Gott, die Mistvieh sind so hart. Okay. Kein Eingang? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir sind auf jeden Fall noch in den Lost River, nur ich weiß nicht, wo da der Eingang ist. Das ist das Problem. Ja. Gott, schreckt mich doch nicht so. Junge. Dann hätten wir es ja auch erkundet. Ich glaube, für Lost River Gedönse muss ich nach Norden. So viele Dinger. Oh, ich muss mal genau die Karte angucken. Ist nicht so einfach. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, mein Name. Motte. Wo geht's hier hin? Nirgends. Auch gut. Ja. Haben wir das jetzt auch mal gesehen? Also geht es eher nach Norden, glaube ich. Oder nach. Warte mal. What? What? Gut, wir gehen mal nach in diese Richtung und gucken. Oder wir sind einfach lucky. Und finden es so. Okay. Das ist definitiv eine Höhle. Oder?
unglaublich schwer zu sagen. Ich habe keine Ahnung. Aber hier ist definitiv Ende. Puh. Hui, das ist... schwierig. Ich meine, ich war richtig. Und dann doch nicht. Hallo? Hallo? Da. Trotzdem irgendwie. In der Hoffnung, die Höhleneingänge zu finden von den anderen Dingen hier. Aber das ist definitiv Höhle. Und das geht definitiv nach Norden hier. Okay. Noch mehr von denen? Hier geht's runter. Oh, Bloodcap. Heißt das auch Bloodcap? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Okay. Hier ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr tief. Sind die Beißer. Whoppa. Whoppa! Oh oh. Folgt er mich? Lost River, meine Freunde. Lost River. Lost River, meine Freunde. Das hier ist nämlich der River. Oh, wir haben es geschafft. Hallo? Oh Gott. Dino wieder. Oh, shit. Ich höre Stimmen. Holy moly. Hier will ich gar nicht aussteigen, ehrlich gesagt. Hier ist der River. Das sind die Beißer. Oh, nicht laggen. Blinde Beißer. Andere Beißer. Naja, Höhlenbeißer quasi. Okay. Oh Gott. Das war ein Oktopus-Tentakel-Dings. Der ist eine... Lass mich in Ruhe. Ich mache auch nichts, ich schwöre. Oh Gott. Oh, ist das krass hier. Wir sollten nur ein bisschen aufpassen, weil hier gibt es nämlich auch Viecher, die sind ziemlich groß und ziemlich fies und ziemlich nicht so cool. Mit denen sollte man jetzt nicht rumspaßen. Oh Gott, wir sind schon fast am Limit, ey. Obwohl, ja, okay, nicht ganz, aber fast. Ich traue mich hier gar nicht auszusteigen, ehrlich gesagt. Das sind die Tentakeldinger. Okay. Das sieht cool aus. Okay. Oh ja, da sind wir nun angekommen. Oh shit. Das erste Mal. Das erste Mal, dass ich das sehe. Oh ja. Und ich habe mega Schiss vor dem fucking Leviathan, der hier wohnt. Diese Musik ist so genial, ohne Witz.
hab Angst. Bodenscans zeigen, dass dieses Biom eine ungewöhnlich hohe Konzentration von organischen und fossilen Überresten enthält. Das ist korrekt. Mag vielleicht am Fossil liegen. Da vorne sind... Die habe ich auch nie gesehen. Die da, die Bonefish-Dinger. Oder Bone Shark. Nee, Bone Shark heißen die nicht. Bonefish, Bone, whatever. Heftig. Will ich auch nicht unbedingt zu nah kommen. Guck mal, die schwimmen da unten in dem Rudelzeugs drin. Jesus. Meine Nerven. Oh Gott, was ist das denn bitte? Was ist das? Das sieht nicht so heile aus. Hier fehlt was. Sorry. Können wir es bitte nachladen? Das wäre nett. Bitte? Hallo? Das müsste der Kopf sein eigentlich, glaube ich. Jetzt lädt was. Aha. Komm schon, lad zu Ende. Ach Mann. Warum denn jetzt? Warte mal, wir speichern mal. Tut mir leid, dass ich gerade die Immersion so ein bisschen zerstören muss, aber das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Muss ich schon zugeben. Can we please have this here? Please, 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 please. Mist. Wir machen Schluss für diese Folge. Ich lade neu und hoffe, dass wir dann die volle Pracht sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.